Tatsächlich ist er jetzt fast besiegt, Leute. Die Ladungen gehen aus. Er ist fast besiegt, Leute. Und jetzt heilt er sich wieder. Wie gemein, oder? Wir kommen da einfach nicht dagegen an. Er heilt sich einfach zu stark. Noch einen Heiltrank. Jetzt sehe ich tatsächlich nach, Leute. Axt 5 Punkte, stumpfe Waffe 6 Punkte. Dann denke ich mir, okay, dann versuche ich es lieber mal mit der Eisenkeule. Der stärkste Angriff ist auch jeder Schlag. Leichte Rüstung hat sich auf 42 Punkte verbessert. Und jetzt sage ich, okay, 5 oder 6 Punkte, das ist egal, ich greife einfach wieder mit der Axt an. Und jetzt mache ich mir tatsächlich eine Strategie, Leute. Und zwar ist meine Strategie wie folgt. Ich treffe zweimal mit der Axt, denn wir hatten vorhin ja einmal getroffen und er hatte sich nicht geheilt. Das heißt, wir können dann einfach weiter mit der Axt schlagen und treffen ihn ein zweites Mal. Dann würde er sich wahrscheinlich heilen, das heißt, da müssen wir dann auf den Dolch wechseln, auf den Feuerbissdolch und ihn dann damit den Rest geben. So zumindest die Theorie. Also mein Plan. Das Blöde ist, ich treffe halt einfach nichts. Und jetzt denke ich mir, geht über kurz oder lang, gehen mir einfach die Heilungen aus. Ich muss da irgendwas dagegen tun. Schwerrüstung hat sich auf 10 Punkte verbessert. Und jetzt kommt es mir, Leute, ich kalte ihn doch jetzt. Also ich lasse ihn mich verfolgen. Da 3 von 3 Punkten und jetzt geht es tatsächlich. Und jetzt kommt mir die Idee, ich schlage ihn. Nein, sie kommt mir noch nicht. Okay. Mir kommt jetzt dann irgendwann die Idee, Leute, ich schlage ihn, während ihr noch ganz knapp außerhalb der Reichweite ist. Dann geht er nämlich zu mir, läuft in meine Reichweite und bevor ich in seine komme, kann ich wieder rückwärts laufen. Das heißt, ich kann ihn schlagen, theoretisch zumindest, ich treffe ja nicht, und er mich aber nicht. Auf diese Idee müsste ich jetzt dann eigentlich gleich kommen. Da, jetzt. Mittlere Rüstung hat sich auf 7 Punkte verbessert. Juhu! Ich mag es, wenn sich Sachen verbessern und ich stärker werde, Leute. Gefällt mir. Aber deswegen treffe ich noch lange immer noch nicht. Also 3 von 3 Ladungen, Leute, müsste doch eigentlich also reichen. Aber irgendwie, nein.
Da unten rechts übrigens, der rote Debuff, Leute, der verschwindet jedes Mal, wenn ich ihn mir ansehen möchte, wenn ich das Inventar öffne. Ich glaube, das ist ein Bug. Da, jetzt ist der weg. Ich glaube, das ist ein Bug. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder da. Wieder weg. Wieder da. Ich glaube tatsächlich, dass das ein... dieser Block-Drain ist mit den 1000 Punkten. Ich habe keine Ahnung, woher der kommt, Leute. Der ist irgendwie immer da. Entweder ist es ein Bug, dass er immer da ist, oder es ist ein Bug, dass wir ihn wegbekommen haben, Leute. Aber das ist auch ein Bug. Hat er mich erwischt. Und ich habe ihn erwischt, Leute. Ein Treffer. Noch ein zweiter Treffer. Und jetzt geht's los, Leute. Theorie kann losgehen. Machen wir ihn fertig. Er ist fast tot, Leute. Und jetzt hat er keine Ladungen mehr. Und ausgerechnet, jetzt muss ich mich nochmal heilen. Und jetzt noch schnell töten, bevor er stirbt. Und Leute, genau jetzt, mit dem allerletzten Schlag, der ihn tatsächlich getötet hat, er ist tot, ist mir die Waffe kaputt gegangen. Heftig, oder? So knapp gewonnen. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ohne unsere Waffe, wir kommen einfach nicht weiter. Wir müssen jetzt in die Stadt, also ins Dorf zurück. Und wir müssen unsere Waffe reparieren. Anders wird das nichts. Ich hatte da sogar schon ein bisschen Panik, dass das sehr, sehr teuer sein wird, Leute. Aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Es ist recht billig eigentlich, die Waffe reparieren zu lassen. Akrobatik hat sich auf 36 Punkte verbessert. Juhu! Und jetzt sehe ich nach, wann ich das nächste Level erreiche. Und mir fehlt tatsächlich nur noch ein Punkt, Leute. Dann habe ich das nächste Level. Sucht euch eine Wache und hört auf, euch bei jemand anderem über eure Wunden aus. Wie wunderbar. Es gibt hier schon Touristen. So, jetzt wollte ich eigentlich handeln, beziehungsweise reparieren, aber jetzt fällt mir auf, Moment, die Ausdauer. Und deswegen warte ich jetzt gerade. Verzauberung hat sich auf 6 Punkte verbessert, Leute. Das hat mir auch sehr gefallen. Wenn man verzauberte Gegenstände benutzt, verbessert sich auch die Verzauberung. Also der Verzauberungsfertigkeit. Die Verzauberungsfertigkeit. Und das hat mir schon sehr gefallen. Außerdem stelle ich da schon fest, wir haben 5 Amulette, das heißt, wir haben die Hälfte der Quest schon fertig. Und jetzt backt er da einfach rum. Ah gut, das ist Morrowind-Logik tatsächlich, Leute. Wenn ein NPC nicht mehr weiterkommt, irgendwo festhängt, dann backt er sich einfach ein bisschen weiter weg. Und hier übe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Licht. Also Illusion. Bis die Ausdauer voll ist. Hat funktioniert und Ausdauer ist auch voll. Mit voller Ausdauer hat der Zauber eine Wahrscheinlichkeit von 24% zu funktionieren, Leute. So, und jetzt denke ich mir, okay, erstmal handeln und das ganze Zeug weg, das wir nicht brauchen. Die Axt möchte ich aufheben, das ist die erste und bisher einzige Axt, die wir haben. Aber die Eisenkeule bin ich gerade am Überlegen, packe ich die weg oder nicht? Jetzt fängt es bei mir zum Regnen an. Und ich entscheide mich jetzt, ja, ich packe sie weg. Denn wir haben ja zu Hause noch den Holzstab. Und die Eisenkeule war ja schlechter als der Holzstab. Muss man sich mir vorstellen, Leute. Der ist also nicht schlecht, aber sie ist genauso gut, ist aber leichter.
und jetzt wird wieder gerechnet, Leute. Ich glaube, jetzt sind wir bei 2% Punkten. Ja, wird viel gerechnet und rumgerechnet und so. Jetzt müsste ich es aber eigentlich gleich haben. Ja. Wurde gekauft, Leute. Das heißt, beim nächsten Mal können wir wieder 1% mehr verlangen. Und das war ja auch so geil, Leute. Da hat die Reparatur, die gesamte Reparatur des unseres Dolches nur 8 Goldstücke gekostet. Obwohl eigentlich Draken da stand. Also das ist natürlich auch ein Fehler. Also ich habe, es gibt mehrere Übersetzungsfehler, Leute. Also nicht Übersetzungen, sondern tatsächlich einfach nur Schreibfehler. Oder Sachen, die vergessen wurden. Wie zum Beispiel, dass an mehreren Stellen immer noch Draken steht. Oder die Abkürzung DR anstatt Goldstücke. Oder aber, dass einfach mal Schreibfehler irgendwo sind. Sie werden auch, das tauchen auch des Öfteren mal auf. Und hier übe ich wieder Licht. Illusion hat sich auf 6 Punkte verbessert. Juhu! So, und hier, der Grund übrigens, Leute, warum ich diese Waffen noch aufhebe, ist, ich möchte von jeder Kategorie mindestens eine Waffe haben. Deswegen hebe ich auch die Axt auf. Da muss ich die Kleidung noch verkaufen, aber ansonsten war es das. Also, gib mir Kleidung verkaufen. Ihr riskiert euren Schwindet von hier. Ja, das. Mit euch zu schaffen, die Bewohner dieses Dorfes, die hassen uns richtig, Leute. Haltet euch vom Ärger fern und ihr werdet nicht verletzt werden. Aber ich finde es toll, dass wir gleich zu Beginn ein eigenes Haus geschenkt bekommen haben, Leute. So, jetzt wird wieder gerechnet. Ich glaube, jedes dieser Stücke ist 4 Goldstücke wert. Und deswegen. Da hat der Händler 2191 Gold, Leute. Weswegen hat er so viel Geld? Hm. Egal. Jetzt sehe ich gerade, dass der tatsächlich Sonden zum Verkaufen hätte. Das wäre ja auch was, aber notfalls, solange uns da nichts tötet, Leute, können wir Fallen einfach aktivieren. Falschen hat sich auf 11 Punkte verbessert, juhu! Und jetzt fällt mir auch auf, dass sie... dass er uns mehr mag, als er eigentlich denkt. Und jetzt überlege ich, was mache ich eigentlich mit dem Geld? Ich habe jetzt 130 Goldstücke, was mache ich denn eigentlich damit? Und ich komme jetzt zu dem Schluss, dass ich eigentlich, weil es ja hier nicht so wie ein Morrowind, leider keine Zauberbücher gibt, müssen wir hier Zauber tatsächlich entweder selbst machen oder kaufen. Reisendes Volk. Und ich entscheide mich dazu, Zauber zu kaufen. Und ich fange ja tatsächlich mit der Wasseratmung an, Leute. Einfach weil die Wasseratmung sehr, sehr praktisch ist und wir das dann üben können auch schon ein bisschen. Um unsere Veränderungen zu verbessern.
Jetzt bin ich hier am Überlegen, welchen Zauber ich mir eigentlich als nächstes kaufe und habe mich dann tatsächlich für den Frostfall entschieden, dass ich den als nächstes kaufen möchte. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den anderen vielleicht überhaupt benutzen kann. Weil der kostet ja auch fast das Doppelte, glaube ich. Und wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit dann einfach 0% oder so etwas. Das wäre dann schon schlecht. Und jetzt habt ihr es gehört, Leute? Irgendjemand hat hier eine Waffe gezogen. Athletik hat sich auf 21 Punkte verbessert. Leute, wir sollten rasten und über das Erlernte nachdenken. Da bin ich natürlich sofort umgedreht. Denn wir erreichen jetzt Stufe 2. Verschwindet von hier! Ihr riskiert euren Hals! Hier möchte ich jetzt nochmal kurz ein bisschen Licht üben. Geübt. So, dann zahlen wir einfach bis. Rasten wir einfach bis geheilt. Jetzt eine neue Stufe erreicht. Neue Stufe 2, Leute. Und jetzt überlegen wir kurz, was möchten wir. Wir haben natürlich immer ein Punkt Glück, denn dann kriegen wir leider immer nur einen Punkt. Beeinflusst in geringem Maße alles, was ihr tut. Das sind jetzt 41 Punkte. Dann natürlich als nächstes das, wo wir immer am meisten bekommen, Leute. Das sind 4 Punkte in Schnelligkeit. Bestimmt, wie schnell ihr euch bewegen könnt. Insgesamt jetzt 64 Punkte. Und dann das, als letztes noch das, wo wir am wenigsten haben, Leute. Das ist Charisma, da haben wir nur 15 Punkte. Kriegen 2. Beeinflusst eure Fähigkeit, mit anderen Charakteren auszukommen und den Grad eurer Beliebtheit. Insgesamt jetzt dann 17 Punkte, Leute. Und ich erkläre hier gerade noch, warum ich mich so entscheide, Leute. Glück natürlich, weil wir Glück immer nur einen Punkt bekommen. Das heißt, das würde wir müssten das tatsächlich 60 Mal Glück wählen, damit wir 100 Punkte haben. Also 60 Stufen aufsteigen. Das ist schon ein bisschen zu heftig eigentlich. Und das Stärkste, da wo wir am meisten bekommen, weil uns das natürlich am schnellsten Stärke macht, Leute. Und das, wo wir am wenigsten Punkte haben, einfach deshalb, weil ich möchte natürlich meine Schwächen ausbügeln möglichst. Deswegen ist das meine Taktik beim Skillen. Ja, und jetzt für Stufe 2. Wir haben mehr Leben, mehr Mana und alles, mehr Ausdauer. Können wir jetzt weitergehen. Wieder nach oben. Jetzt möchte ich ja die Ruine durchsuchen, die wir da gefunden hatten. Oh, jetzt hat der Regen bei mir aufgehört, jetzt scheint die Sonne, Leute. So, dann denke ich, hier müsste er eigentlich sein. Nein, noch nicht. Okay. Dann müsste es ja hier eigentlich gleich auftauchen. Und jetzt denke ich mir, okay, egal, einfach die Reiselaterne nehmen, als den Zauber zu sprechen. Und jetzt habe ich hier eine Tür entdeckt, Leute. Das ist eine Tür. Nach dort drehen. Die habe ich gar nicht gesehen gehabt vorher. Bin ich einfach vorbeigelaufen. Und Leute, das ist ein Hase. Ein Karnickel. Und er wird natürlich gejagt. So, den hier super. Jetzt kann ich ihn looten. Aber nein, der hat meinen Schlag überlebt. Braucht er noch einen zweiten Schlag. Und jetzt haben wir einen Hasen.